Frau Schalakoll. Ah, die beiden, die ich in der Dämonenarche getroffen habe. Schön, dass euch die Wege wieder hier zurückgetragen haben. Ihr seid also immer noch interessiert. Ja, ich habe zwei sogar Interessen. Ich würde ganz gerne das Zayat lernen, und ich würde ganz gerne, ja, hier mehr über die Philosophie erfahren. Das Borberat. Gerne. Nun, wenn uns kein mitleidenswerter adliger Ritter stört, dann sollten wir uns doch gerne zurückziehen können. Ach, der amüsiert sich auf dem Turnier. Ja, der kurzfristige Gewinn. Kein Tja. langfristiges Denken. Dafür sehr adliger. Ihr müsst wissen, die richtigen Entscheidungen. Man muss überlegen, in wessen Wind man seine Fahne hängen möchte. Ja, sie geht dann mit euch in eine der Studierkammern und kann euch da dann an einer Tafel verschiedene Zayat-Symbole aufmalen, während sie weiterspricht. Objekt unseres Strebens ist die Freiheit. Nicht die Freiheit in dem jämmerlichen Sinn, in dem wir etwas sagen, dass jemand frei von Schmerzen ist, wie der Ritter, oder frei von der Willkür eines Despoten sei, sondern die Freiheit im vollsten Sinne des Wortes. Geistig, moralisch und metaphysisch. Dies ist die vollendete Freiheit der Seele, ihre Freiheit von allen Schranken, Strafen und Belohnungen, von allen Ängsten und Zweifeln zu befreien, vor Schuld oder Scham. Das perfekte Unempfindlich, die Unempfindlichkeit gegenüber allen, nur denkbaren inneren und äußeren Sanktionen. Das mag sich jetzt etwas geschwollen anhören, aber ihr werdet es verstehen. Wir streben nichts weniger als die absolute, letztgültige und ewige Selbstbestimmung. Nur ihr selbst könnt euch Schranken auferlegen oder sie durchbrechen. Ihr seid ungebunden. Warum sollte euch der Ritter Jerodin, erzählen, wann ihr euch zu schämen habt? Weiß ich nicht. Warum? Weil er glaubt, dass es sein preisgewordenes Recht ist. Er ist ja schließlich Adliger. Das ist der Grund, den er nennt. Ich sage, der erste Leitgedanke des Borberat Xamathoth ist, du bist für dich selbst verantwortlich. Warum sollte jemand, der von den Göttern auserwählt wurde, über euch bestimmen? Zumindest behauptet er, dass er von den Göttern auserwählt wurde, um über euch zu bestimmen. Dafür gibt es keinen Beweis. Oder habt ihr jemals Praios selbst gesehen, der herunterstieg und sagte, Jerodin ist jetzt euer Meister? Nein, nein. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Ich habe immer das Gefühl, dass das Ganze immer sehr weit weg ist. Die Grenzen und Gesetze eurer Freiheit ist allein euer eigener Wille. Was es mit dir stärkert? Warum möchtest du dich jetzt dem Zayat hingeben und auch den Lehren des Borberat Xamathoth? Du warst sehr still beim letzten Mal. Das stimmt. Nun, erst einmal wollte ich mir anhören, was ihr zu sagen habt, aber diese moralischen Grenzen, die ihr dort ansprachet, die verschließen sich mir. Wenn nicht jeder von uns eine gewisse Moralvorstellung hat, wird doch immer derjenige mit geringeren Moralvorstellungen den mit größerem Skrupel ausnutzen, oder nicht? Nicht etwas Negatives? Moral nicht etwas Positives? Moral. Deine eigene Moral soll gelten, nicht die von anderen. Du entscheidest selbst, wie du dich fesselst. Und nicht das Gesetz, nicht irgendein Praios-Geweihter, der auch wieder einmal von Praios erwählt wurde, dies allerdings nicht wirklich beweisen kann. Außer Und dass was er. machen, Ja. was machen wir ohne diese Gesetze? Ihr legt euch selbst die Gesetze auf. Nun, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel als Gesetz aufsehe, dass ich niemanden umbringen möchte, aber ein anderer entscheidet sich dafür, dann ist doch das einzige Mittel, wie ich mich gegen ihn schützen kann, mächtiger zu sein als er. Das heißt, in der Welt, die Borberat Xamathoth vorsieht, regiert der Starke über den Schwachen. Das Gesetz des Stärkeren gibt es doch jetzt schon, in Gareth. Wenn dich dort jemand in einer Gasse umbringen möchte, dann weil er dir einen Dolch in den Bauch rammt, dann kann er das auch ohne Magie tun. Die Menschen müssen erzogen werden, dass sie sich von ihren Trieben lösen. Nun, der Weg, den wir eingehen, ist kein leichter, kein bequemer. Es ist nicht das bloße Memorieren von Sprüchen, die wir jetzt nach und nach aufzählen. Es ist nicht die reine Philosophie. Selbstverständlich, die wesentlichen Erkenntnisse sind praktischer Natur.
Auftrag, Agenda, Desiderat. Ihr müsst selbst wissen, wonach ihr strebt. Ob es die Verteidigung ist oder der Angriff. Und es mag so sein, dass der Stärkere über den Schwächeren triumphieren mag, aber wer wahrlich die Philosophie verstanden hat, der muss sich nicht mit dem Schwachen messen. Was geschieht denn mit demjenigen, der die Philosophie wahrlich verstanden hat? Was für... Nun... Ich verstehe es noch nicht wirklich, muss ich gestehen. Ich verstehe nicht, wie der Borberadianismus uns die Freiheit schenkt, die uns der Adel verweigert. Freiheit. Aber es ist eine andere Art von Gefangenschaft. Die Gefangenen der Schwachen gegenüber der Starken. Aktuell werdet ihr doch von den Starken jetzt schon eingesperrt. Aber der Borberadianismus ist doch nur eine andere Art der Magokratie, oder nicht? In erster Linie ist es eine Philosophie. Jeder Mensch ein Magier, jeder Mensch ein Gott, jeder Mann genauso wie alle anderen auch. Nun, nicht jeder, der den philosophischen Borberadianismus sich einverleibt hat, wird ein Magier werden. Es gibt einfache Wege, um zur Stärke zu gelangen, und das wäre unter anderem, dass jeder Mensch ein Magier werden kann. Schlussendliche Ergebnisführung ist, dass ein Mensch frei sein kann, wenn er sich von allen äußeren Zwängen befreit, aber auch von seiner Moral. Aber ist die Moral nicht das, was Menschen menschlich macht? Würden wir sonst nicht Monster sein? Ihr könntet euch auf die gleiche Stufe stellen wie andere Menschen oder wie andere Götter. Ihr meint, mit dem Borberadianismus kann man die Macht eines Gottes erlangen? Das halte ich doch für sehr weit hergeholt. Selbstverständlich. Würdet ihr behaupten, ihr seid so mächtig wie ein Gott? Das Potenzial dazu liegt in jedem von uns. Götter existieren, da sind wir uns, glaube ich, alle recht sicher. Vor allem wandelte ich an der Seite von einem. Allerdings erhob er sich nicht über die anderen Götter, sondern wandelte neben uns, mit uns Menschen. Er bestimmt nicht von oben herab über uns, sondern entscheidet mit uns. Das mag natürlich auch zu einigem in seinem Gefolge führen, die seinen Weg nicht verstanden haben. Vor allem die Heptarchen, die eine ganz andere Vorstellung davon haben, sich selbst zu den Erben ernannt haben, obwohl sie es gar nicht verstanden haben. Bei der Aussage würde Stargard einmal die Stirn runzeln und meinen, ist dann das nicht der Beweis dafür, dass die Stärke über die Philosophie siegt? Oder habt ihr einen langfristigen Plan, wie ihr die Heptarchien auflösen wollt? Sie werden sich selbst auflösen. Die Verbitterte hat im Norden des Kontinents sich selbst erhoben, hat einen niederhöllischen Frost das Land erdrückt. Eine beeindruckende und nachhaltige Errungenschaft? Sicherlich nicht. Sie wird vergehen. Der Bucklige ist der reichste Mann des Kontinents. Aber auch er wird nicht bestehen. Geld ist nichts, was ein vor ein paar dahergelaufenen Strauchdieben schützt. Das ist auch das Gleiche zu sagen, wie dass jetzt hier auch der Bote des Lichts vergehen wird. Auch das. Auch der Bote des Lichts kann sich... Auch ich werde vergehen. Aber der Bote des Lichts ist ein Symbol. Und trotzdem wird er vergehen. Wird ein neuer kommen. Ja, aber genauso werden doch auch die Bösen wieder nachrücken. Richtig. Ich glaube, dass die Philosophie nicht damit zu tun hat, dass du was daran änderst, dass die Menschen das tun, was sie tun. Es ist nur eine persönliche Einstellung, die du in dir selber trägst. Du entscheidest dich dafür, dass du sozusagen den Adel sozusagen siehst und dir denkst, okay, das ist der Adel, aber das sind auch nur Menschen. Das ist jetzt hier nicht irgendwie die göttliche Oberweisheit, dass diese Menschen über mich herrschen müssen. Ja, du kannst jetzt hier vielleicht nicht den Leuten ins Gesicht sagen, von wegen, nein, ich akzeptiere euch nicht und ich zahle keine Steuern, weil dann zeigen sie dir, dass sie das Ganze mit Gewalt lösen. Aber das tun sie ja immer. Ich meine, das tun sie ja jetzt schon immer und das wird auch nichts daran ändern. Also jede Geisteshaltung, die ich annehme, kann nichts daran ändern. Meines Erachtens nach, dass die anderen Menschen so sind, wie sie sind. Das ist doch kein Grund, seine Geisteshaltung zu überdenken. Hierodin mag aktuell kein Magier sein, kein Magokrat, aber wenn ihn etwas stört, was du tust, kann er ebenso zum Schwert greifen. Ja, und genauso gut könnte ich auch, wenn ich mir denke, oh, Hierodin ist unheimlich böse, ich glaube, ich mache den weg, den versuche mit meinem Bogen zu erschießen.
Das ist doch, weiß ich nicht, das ist ja, weiß ich nicht, nur weil man die Möglichkeit dazu hat, ist es ja nicht jetzt hier irgendwie, also ich finde, der Bombardismus zeigt mir, dass ich alle Optionen offen habe in jede Richtung und dass ich mich selbst dazu entscheiden muss, zu welcher Option ich greifen will. Genau, das ist und das unabhängig davon, dass jetzt hier ein Adliger mir sagt, das ist jetzt der richtige Weg, zieh mit mir in die Schlacht und ich bleib auf dem Feldherrenhügel und du darfst da vorne kämpfen. Dass ich mich davor dann eben weigere und mir dann sage, okay, ich scheiß auf den Adel, ich gehe jetzt einfach. Dass ich mir Fähigkeiten aneigne, egal in welche Richtung, ob das jetzt magische sind oder ob das sind, in der Natur zu überleben, dass ich einfach gehen kann. Dass ich diese Philosophie auch vertreten kann für mich. Deswegen will ich mehr darüber hören. Ich habe mir jahrelang sagen lassen, dass ich der Bodensatz der Gesellschaft bin und jetzt bin ich hier und erfahre, dass man das nicht selbst nicht mal für sich selber glauben muss, sondern dass man das auch einfach anders sehen kann. Und dass man aber eben sozusagen noch den Willen haben muss, das umsetzen zu können. Jeder mit seinen eigenen Waffen. Ich mit den Worten, ein Magier mit seinen Zaubersprüchen, ein Ritter mit seinem Schwert und der Gelehrte mit seiner Feder. Stargard. Ich glaube, jeder muss hier seine eigenen Stärken erkennen. Und ja, du kannst mit dieser Philosophie nicht sagen, dass die Weltherrschaft jetzt anders ist, als sie ist. Nur, ja, ich will auf jeden Fall mehr darüber hören. Vielleicht ist diese Philosophie was für mich, vielleicht nicht. Aber ich will es zumindest versuchen und ja, ich schätze diese Unabhängigkeit sehr. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich diese Unabhängigkeit an vielen Orten immer wieder gespürt habe. Und zwar genau dann, wenn ich mich zum Beispiel in Kuntium frei bewegt hatte. Obwohl ich ein Bettler war, gab es trotzdem Menschen, die gesagt haben, hey, da ist Ömer. Schön, den zu sehen. Ich meine natürlich Abdullon. Ah, ich verstehe. Also, genau dort war ich frei, so. Ich meine, wenn die nächste Stadtwache kommt und sagt, aus dem Weg, du Penner, geh in den Staub, dann war das schon wieder was anderes, aber ja, ich glaube, dass das einfach eine Grundeinstellung ist und ich weiß zumindest, dass in diesen Momenten, wo die Menschen mich neutral betrachtet haben, das tun sie jetzt auch, seitdem ich hier eine Söldnerkleidung trage, ich das irgendwie angenehmer finde. Ihr solltet diese Entscheidung für euch selber treffen. Und nur für euch selbst. Nicht für das, was ihr in den Augen von anderen sucht. Sowas wie Anerkennung. Das ist auch ein Fehler. Oder ihr solltet es nicht für Macht machen. Es gibt einige, die den Glasgötzen predigen. Ich halte davon, wie gesagt, sehr wenig. Was bedeutet denn den Glasgötzen predigen überhaupt? Ihr schwört vor dem Glasgötzen von Borbrat Xamanot, dass ihr mit eurem Blut zaubern könnt. Das ist ein einfaches Ritual, was euch die Tore öffnet, die Tore in die Sphären. Aber solche Leute, die dies tun und den einfachen Weg wählen, haben es nicht wirklich verstanden. Sie sind geltungssüchtig. Einfache, geltungssüchtige Geschöpfe, die es einfach für mehr Macht für sich selbst tun. Da ist zum Beispiel der Heptarch Helmer Hafax ein sehr schlechtes Beispiel. Er hat mit Borbarat paktiert, um in den Augen von anderen etwas wert zu sein. Aber genau das sollte man eben nicht tun. Man sollte auf die Meinung von anderen keinen Wert mehr legen. Aber genau das hat er getan. Weshalb er in meinen Augen ein respektabler Bündnisgenosse war und der viel für Borbarat getan hat, aber aus den falschen Gründen. Ich weiß nicht, ob ich die Lehren zu 100% anerkennen kann oder dass ich vielleicht sehr lange dafür brauche, weil zum Beispiel auf Starkards Meinung lege ich was. Wenn der sagt, hier, ich finde das voll scheiße, dann mache ich mir darüber doch zweimal mehr Gedanken, als wenn das irgendjemand sagt, an dem ich einfach vorbeilaufe, den ich gar nicht kenne. Was ja völlig in Ordnung ist. Ihr legt eure eigenen Grenzen fest. Ich weiß nicht, ob ich das 100%ig einhalten kann, aber vielleicht brauche ich einfach ein bisschen Zeit darüber, um durch verschiedene Situationen dadurch zu kommen. Das heißt, dadurch, dass ich meine eigenen Grenzen setze, bin ich bereits ein Borbaradianer? Genau das. Und in den Augen der Praios-Kirche ist dies äußerst frevlerisch. Weil ihr die Gesetze von Praios anerkennen müsst, nicht eure eigenen. Praios. Praios an sich. Ich glaube einfach nicht, dass diese scheiß Praios-Geweihten genau das tun, was der Gott will. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber gut, das ist meine eigene. Vielleicht habe ich auch eine schlechte Meinung. Die Götter mögen viel Macht haben, aber die Menschen sind nicht so, naja, perfekt. Menschen haben Fehler, Menschen machen Fehler. Auch wenn sie selbst im Auftrag eines Gottes handeln, vielleicht sind sie verblendet. Ja, das ist das, was ich meine. Ich glaube, dass die Praios-Gewaltenschaft ganz, ganz stark darunter leidet, dass ihre menschlichen Bedürfnisse, welche Art auch immer, ganz stark ihren Glauben mit beeinflussen. Ja, sie glauben an Praios, ja, sie setzen Praios Wille vielleicht auch um, aber meines Erachtens nach ist es so, dass das
nicht richtig alles umgesetzt wird, aber naja, ich glaube, dass die Götter sehr vergebens in der Hinsicht eher sind und deswegen dann sich die Rosinen rauspicken. Also, dass die Dinge, wenn sie gut laufen, die, keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll. Ich glaube, dass die Menschen einfach so fehlerhaft sind, dass sie, nur weil sie Geweihte sind, trotzdem nicht immer das Richtige sagen. Und das trifft für mich, für Preisgeweihte, unendlich mehr zu als für alle anderen. Vielleicht ist es dann ein Ding, wo ich auch noch dran arbeiten muss. Ich finde, es ist auf jeden Fall eine interessante Ansicht der Welt. Wenn ihr Zeit und Lust hättet, werte Frau Scharlachkraut, dann wäre ich gewillt, euch den ganzen Tag über eure Ansicht der Dinge zu lauschen. Das könnt ihr gerne tun. Es ist ein schwieriger Weg. Er wird lange dauern, aber wenn ihr mögt und versucht, diese Sachen zu verinnerlichen, dann seid ihr sehr gerne eingeladen. Ich will sie gerne verstehen, um wirklich zu wissen, ob das was für mich ist. Ich habe ja auch die Götter kennengelernt, irgendwie von klein auf. Und das hat auch viele Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, was ich davon zu halten habe und was ich davon halte und was ich davon nicht zu halten habe. Vor allem ist es auch nur eine Idee, die ich euch mit auf den Weg gebe. Wissen. Es gibt verborgenes und, naja, verbotenes Wissen, zumindest nach den Lehren der Hesinde und der Nanduskirche. Aber wer sagt schon, was verboten ist? Wieder nur ein paar Gesetze. Ein paar Gelehrte, die entschieden haben, was man zu lehren, was man lernen darf und was man lernen nicht darf. Deswegen bin ich hier, um Zeit zu lernen. Dies ist ein Roh, der Schwung muss noch etwas mehr nach rechts. So ist es besser. Ja. Ich muss aber auch noch die Sprache verstehen. Glaube ich. Ach, ja, das muss ich bestimmt. Gut.